Otto, sei ruhig. Komm. Ist fertig? Eine Nummer zu, Anneliene. Es geht nach Haus. Eigentlich muss Harry langsam zurückkommen. Der nützt die Ferien wenigstens richtig aus. Nur noch 3 Tage. Ich habe sämtliche Platten von Ihnen. Wenn du was hast. Keine schlechte Idee. Lass mich doch da drüben aus. Die paar Schritte, so geh ich noch. Bis bitte. Danke fürs Mitnehmen. Wer war denn das, Opa? Der Verrückte. Lieber Scholli, findest du die etwa? Woher wohl? Fast nicht erkannt. Ach, so lange war ich doch gar nicht weg. Ich meine auch die Mütze. Ist gut, nicht? Sieht irgendwie französisch aus. Mhm. Mensch, Harry! Na, endlich! Vorhin haben wir noch von dir gesprochen, ne, Katrin? Steht dir gut. Wo hast du die her? Findest du auch? Nicht schlecht, stimmt. Warte mal, ich hab was für dich. Hier. Bonjour, Tristesse. Ja, französisch? Hier, riech mal. Riecht gut. Was ist denn das? Das ist Lavendel. Davon gibt's ganze Felder in Südfrankreich. Wer war das eigentlich eben in dem Auto? Ach, das war die Gitte Becker. Die ging mal mit mir in eine Klasse. Die hat mich unterwegs aufgegabelt. Ach so. Ach, die. Die hat einen tollen Schlitten. Mhm. Du siehst aber komisch aus. Wie ein Mitschnacker. Damit will sie hier wohl nicht rumlaufen. So ein Speckdeckel. Sieht ja schrecklich aus. Frau Wernitz, gucken Sie mal, wer da ist. Hey. Also bis nachher. Tschüss. Tschüss. Oh, danke, Mama. Gut, dass du wieder da bist. Wo warst du denn? Schön. Paris. Frankreichs Ministerpräsident Charles de Gaulle appellierte an die algerischen Aufständischen, die Angebote der französischen... Von de Gaulle habe ich in letzter Zeit wirklich genug gehört. Warst du auch in Paris? Na klar. Mann, das ist eine Stadt. Und die Menschen da, die sind ganz anders als hier.
Wie denn? Na, interessiert, tolerant. Wir leben eben in der Weltstadt. Und das merkt man. Gar keinen Deutschen Hass? Das kommt natürlich vor, klar. Aber da tut sich viel. Man spricht drüber, weißt du? Und der De Gaulle, der will ja bald den Adenauer besuchen. Wie ist denn das Essen? Ach, man kann prima von Weißbrot und Käse leben. Naja, und von Rotwein natürlich. Ist denn der nicht furchtbar teuer? Ach doch, nicht in Frankreich. Ich hätte ja welchen mitgebracht. Aber per Anhalter? Wer? Hm? Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Amen. Mahlzeit, lasst euch schmecken. Kann ich bitte einen Schinken haben? Ja. Komm, bitte. So, das Heu haben wir rein. Das ist ein Glück. Wir kriegen nämlich wieder Regen. Wer sagt das? Der 100-jährige Kalender. Aber was ist los in der Gaststube? Ebels Heinrich hat mal rübergeguckt, Pfarrer Franz. Dann hat's jetzt ums Grad gereicht. War aber nichts. Franz wollte gleich wieder nach Hause. Na, wollte ich gut. Er hat doch nichts zu melden, da friert er doch die Hosen an. Hast du Bier bestellt? Da kümmere ich mich schon drum, ich stehe da mal nicht rein. Ich würde doch noch mal fragen dürfen, oder? Das hat doch noch jedes Mal geklappt, Vater. Harry ist übrigens zurück aus Frankreich. Das muss ganz toll gewesen sein. Der hat ja so eine komische Mütze auf, so einen Speckdeckel so. Mal, der wird besser zu Hause geblieben. Arbeiten lernen. Sich in die Welt rumtreiben. Das haben wir nicht nötig gehabt, ist trotzdem was aus uns geworden. Die Jugend will eben raus, Vater. Das kannst nicht mal du aufhalten. Das ist ein Wort, Papa. Na klar, du findest ja all die neumodischen Sachen gut. Na, das Militär wird Harry schon die Hampelbeine lang ziehen. Also, dass das immer beim Essen sein muss. Achtung! Los! Mach Platz! Auf! Ey! Ja! Hör auf, Mann! Harry, hör auf! Ja! Gestern habe ich wieder von ihm geträumt. Von ihm? So, so. Wieso von wem? Mann, sag schon. Von Harry. Du träumst von Harry? Immer öfter. Das habe ich ja nicht geahnt. Erzähl doch mal, was träumst du denn so? Er küsst mich. Na, ich meine eigentlich nicht. Immer wenn wir uns küssen wollen, kommt jemand. Hast du denn überhaupt schon mal einen Jungen geküsst? Wieso? Och, ich wollte nur wissen, ob du es auch schon mal gemerkt hast. Es muss eine Art Leitung geben. Vom Mund bis runter in die Zehen. Wieso? Wenn dich einer küsst. So richtig. Zungenkuss? Klar. Dann kribbelt's bei mir immer im Rechten. Thema habt ihr beiden immer. Naja, mit dir kann man sich natürlich über sowas nicht unterhalten. Du interessierst dich eben nicht für Jungs. Mal wissen, was dich so amüsiert? Guck mal. Sowas will ich für den Jubiläumsball haben. Sowas in der Art. Da kann ja bestimmt keiner widerstehen. Vielleicht machst du noch ein paar Träger ran, hm? Lass doch gut sein, das kann ich doch auch machen. Ist wieder schlimm heute, was? Vielleicht kriegt man ja doch Regen. Du schiebst nicht immer aufs Wetter. Du übernimmst dich einfach. So ein Ball braucht nun mal Vorbereitung. Glaubst du, ich gebe mir eine Blöße, dann quatscht Vater mir ja auch noch rein. Aber meint das im Grunde nur gut. Klar. So geht er ja auch nicht aufs Eichenteil. Also will er hier noch dauernd mitreden. Alles, weil er so gut mit mir meint.
Wenn er den Hof schon nicht abgibt, dann soll er mich wenigstens hier in Ruhe lassen. Bist du nicht manchmal auch ganz schön empfindlich? Was? Ja, ich weiß, andauernd diese Schmerzen. Wenn sie dir wenigstens endlich die Kriegsversehrtenrente geben würden. Mir wäre es hundertmal lieber, ich hätte diese verfluchten Granatsplitter nicht im Knie. Auf die Rente pfeife ich. Du weißt doch, wie ich es meine. Nimm mal einen Schluck Wasser, bitte. Jetzt noch Tabletten, hast du schon ganz schön was getrunken. Krieg doch sonst wieder die ganze Nacht keine Ruhe. Du solltest dir das wirklich noch mal überlegen mit der Operation. Klaus, was meinst du dazu? Und wenn es schief geht? Ich könnte dafür gar nichts garantieren. Nee, denn lieber so. Mal reingeguckt? Sur ce sentiment inconnu dans l'ennui, la douceur m'observe. J'hésite à poser le nom, le bon nom grave de tristesse. Ganz schön schwer. Schwer. Weißt du, was schwer ist? Sack Kartoffeln ist schwer. Du Bauer! Du Gans. Sag mal, verstehst du das eigentlich alles? Wen, ihn? Nein, das Buch. Na klar, ich war ja da. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kaufe mir lieber eine deutsche Übersetzung. Gib dir ein bisschen Nachhilfe, okay? Willst du wirklich damit in die Schule? Na klar. Also dich erkennt man aber auch nicht auf den ersten Blick. Gefällt's dir? Wie Brigitte Bardot in ihrem neuen Film. Die hat aber keine Brille. Sag mal, was hast du denn mit deinen Augenbrauen gemacht? Nur ein bisschen Bleistift. Dass deine Eltern dir das erlauben. Oh Mann. Hier in Frankreich geblieben. Läuft der schon in Gloria? Ja, ich glaube. Nun wird's aber Zeit. Moin. Mach rein mit euch. Die Fahrkarten bitte. Des Lebens wieder los? Ehrlich, in Frankreich, da ist Rotwein billiger als Benzin. Fahrkarten bitte. Ja, da muss ich auch hin. Du. Menschenskinder, du bist das. Ich habe dich ja erst gar nicht erkannt. So was könnte ich wohl noch für meine Vogelscheuche gebrauchen. Vielen Dank. Sag mal, hat deine Mutter schon wieder die leckeren Sprotten? Keine Ahnung, aber ich frag mal nach, ja? Danke. Sag mal, steht er so auf Sprotten? Wenn wir frische Sprotten im Laden haben, dann ist er nicht mehr zu halten. Dass er aber auch nie herguckt. Schade, dass du mir nicht auch so eine mitgebracht hast. Ich glaube, sowas steht mir auch. Die hätte Opa doch sofort verschwinden lassen. Bin gespannt auf das Gesicht vom alten Berner. Hoffentlich kriegen wir den nicht in Latein. Doch halb so schlimm. Den musst du nur zu nehmen wissen. Hauptsache, du kannst die Vokabeln. Was sagst du so? War denn von Ihnen noch jemand im Ausland? Eine erstaunliche Entwicklung. Dabei ist unser Heimatland so schön. Zu meiner Zeit
Wir haben uns den Thüringer Wald erwandert. Naja, ist ja heute alles sowjetisch besetzte Zone. Aber das Weserbergland hat auch seine Schönheiten. Wir waren in Rimini, aber vorher selbstverständlich auf Goethes Spur. Interessant. Auch in Florenz? Natürlich. Andere haben ganze Bücher über die Uffizien geschrieben, ohne je dort gewesen zu sein. Danitz? Was haben Sie denn da auf dem Kopf? Aus Frankreich, Herr Börner. Das ist eine Baskenmütze. Ein Reiseanwender. Nehmen Sie diese Mütze ab. Sofort. Die trage ich als Zeichen der Völkerverständigung. Sozusagen als Vorankündigung zum Besuch von General de Gaulle. Ich werde Sie dem Direktor melden, Wernitz. Die ändert aber nichts an meiner Aufmerksamkeit, Herr Börner. In Ordnung, Wernitz. Behalten Sie Ihren Flohwärmer auf, wenn Sie so daran hängen. Aber wir sprechen uns noch, Wernitz. Wir sprechen uns noch. Ihr seid doch fast wie Geschwister, Harry und du. Hat er mal irgendwas gesagt? Ich meine... Da ist die ja schon wieder. Was will die denn? Blöde Ziege. Na? Hier, das hast du im Auto vergessen. Oh, danke. Komm, Tremper. Dankeschön. Das wäre mein Traum. Kommt doch endlich! Echt wasserdicht. 17 Steine. Kostet natürlich auch einiges. Geht auch ein bisschen schneller, ne? Du, ich muss jetzt wirklich los. Leider. Aber sonst gibt's Ärger mit Daddy. Fräulein? Ach komm, lass mal. Ich möchte mich ja auch fürs Mitnehmen revanchieren. Kommt gar nicht in Frage. Nimm doch keine Schüler aus. Geht das so? Mhm. Dankeschön. Danke. Ich geh doch schnell nach Hause. So viel Zeit habe ich immer. Nee, danke. Ich hab's mir überlegt. Ich gehe noch ins Kino. Auch keine schlechte Idee. Schade, dass ich nicht mit kann. Also, tschüss, bitte. Okay. Nehmen Sie sich mal selbst. Dankeschön. So, 2,30. Mhm. Dankeschön, Frau Ebels. Tschüss. 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 Frau Ebel, Ihr Kleid. Könnten Sie heute Abend noch mal schnell reinschlüpfen? Nur wegen der Länge. Sie sollen ja nicht drauftreten. Schaffen Sie es denn zum Ball? Na, versprochen ist versprochen. Also so gegen 7? In Ordnung. Tschüss. Tschüss. Tag, Katrin. Tag, Katrin. Tag. Ich soll Zimt tun, 2 Päckchen. Bei uns gibt's dick Milch heute Abend. Kann ich ja nur meine polizeiliche Vermittlung auch einstellen. Da kann ich ja nun in dieser Sache meine polizeilichen... Dann kann ich nun in dieser Sache meine... Ja. Klappt der Text immer noch nicht? Lernen kann ich schnell, ich kann nur nicht behalten. Es wird schon noch. Hat doch bis jetzt immer geklappt. Ja, man muss nur dran glauben. Hier ist das Geld. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Herr Ehler spielt nämlich die Hauptrolle. Im Familienkarre im Doppelhaus. Na, wie war denn der erste Tag? Es geht. Was hat Harry denn gesagt? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ist er in der Stadt geblieben? Keine Ahnung. Mit uns ist er nicht gefahren. Er wurde abgeholt. Abgeholt? Von wem denn? Eine frühere Klassenkameradin. Sie hat auf ihn gewartet vor der Schule. Dann kommt er sicher gleich mit dem Zug. Kann sein. Tschüss. Tschüss.
halt! Hey, Katrin, hat doch mal wie! Hey, Katrin, was ist denn los? Was hast du denn? Blöde Frage. Habt ihr den Wagen etwa schon kaputt gefahren oder wieso kommst du mit dem Zug? Ich war doch im Kino. Etwa allein? Ja klar, was denn sonst? Ich wollte mich doch nur bei ihr bedanken, aber die nimmt ja nicht mal einen Milkshake. Vor allen Leuten. Weißt du was? So ein Pferdeschwanz, der wird dir gut stehen. Wirklich? Ja, klar. Ich freue mich schon auf Sondern. So, mein Freund, warte doch mal, hey. Nicht vor allen Leuten. Weißt du was? So ein Pferdeschwanz, der wird dir gut stehen. Wirklich? Ja, klar. Ich freue mich schon auf Sondern. Mit dir. Die ganzen Röcke an. Ich wollte nur... Was hast du für Haare? Uschi darf sich auch einen Pferdeschwanz machen. Und wenn du diese Gitte gesehen hättest. Welche Gitte? Na, du weißt doch, die mit Harry mal in eine Klasse ging. Die hat vielleicht Klamotten. Ach, die. In der Stadt ist das noch was anderes. Aber sogar Uschi bekommt ein Petticoat zum Jubiläumsball. Deswegen. Mama, ich möchte auch einen haben. Unbedingt. Ist das wirklich so wichtig für dich? Also gut, kriegst du einen Petticoat. Aber das bleibt noch unter uns, hörst du? Du bist eben doch moderner als die meisten Mütter. Mama, ich... Ja, was ist? Ich wollte mich nur bei dir bedanken. Also läufst du jetzt nicht jeden Tag rum, oder? Nein, jeden Tag nicht. Ich sag ja nichts, aber das Alte hättest du auch noch eine Zeit lang getan. Ja, aber es war abgemacht, dass ich zum Dorfbühnenjubiläum was Neues krieg. Na ja, schon gut, schon gut. Die Uschi und du, ihr beide, kostet mir eine ganz schöne Stange Geld. Dankeschön, Herr Ehlers. Ja, sag nicht für. Ich helfe Ihnen doch gern. Das hätte Harry ja auch machen können. Wieso denn? Wo ich doch sowieso Zeit habe. Ich bin doch noch kein alter Mann. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ja, ich würde ja viel öfter bei Ihnen einspringen, aber Sie lassen mich ja nicht. Sie wissen doch, wie sowas hier gleich ausgelegt wird. Na und? Sollen die doch. Wir leben doch beide allein. Herr Ehlers, ich warte auf meinen Mann. Also 13 Jahre nach Kriegsende, Frau Wernitz. Glauben Sie denn immer noch daran? Ist das Leben dafür nicht ein bisschen kurz? Ich hab doch meinen Jungen. Kinder werden groß und gehen aus dem Haus. Ich hätte ihn nicht allein im Ausland rumzigornern lassen. Der Junge braucht noch eine feste Hand. Aber, was willst du denn? Oh Gott, ich muss ja zur Probe. Entschuldigung.
Aber ich möchte auch mit zum Tanzen, Opa. Nun sei du mal froh, dass du das Theater mit ansehen darfst. Aber Tanzen macht viel mehr Spaß. Bisschen Geduld muss ich ja nur noch haben. Alles zu seiner Zeit. Aber wieso denn, Opa? Du kannst doch noch gar nicht tanzen. Kann ich wohl. Und zwar mit dir. Du bist so richtig ein Pipstier. Na, dann wollen wir mal, wir zwei Hübschen. Darf ich bitten? Mitzi, du hättest dich nun aber mal abhören sollen. Komm her. Kinder, wir müssen los. Also, bitte Sie, Mutter, ich bin wirklich gespannt. Ich hab's doch genau gesehen. Oh, da müssen Sie sich aber grundhaltig getäuscht haben. Oder was sagst du dazu, Emil? Ja, also, ich weiß auch nicht, was die Frau Hubert da meint. Oder hast du eventuell was gesehen, Lode? Ich? Ja? Was soll ich denn gesehen haben? Nee, also hier war alles in bester Ordnung. Na, dann kann ich meine polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall ja einstecken. Oh, mir wird so schlecht. Ich glaube, das kommt von den Pilzen. Oh, mein Bauch, ich brauche eine Buddel Schnaps. Das kann doch gar nicht sein. Wir sind doch noch nicht einmal per Du. Ich habe die polizeilichen Ermittlungen eingestellt. Verbeugen! So, Anneliene, jetzt ab ins Bett. Nein! Doch, keine Widerrede, komm. Gemacht, wie ich einmal versprochen habe. Meine Damen und Herren, nachdem wir nun einen so schönen Theaterabend hatten, kommen wir zum geselligen Teil des Abends. Guck mal, Mama, sieht der toll aus. Nee, nun war doch das. Und er guckt dauernd her. Und jetzt auf besonderen Wunsch den Hamburger Bund. Thank you.
hübsch, Katrin. Wie die damals hier ankam, soll man bloß nicht so vornehm tun. Nun, lass sie doch. Was ihr Frauensleute immer habt. Dunderlittchen, der hat sich verändert. Und richtig schöne Musik. Der Junge kommt noch mal zu Verstand. Überraschung? Gast aus Niedersachsen? Ja, die ist hier. Moment, ich probier's mal. Luise! Luise! Klapperstorch hat's wieder mal eilig. Hallo? Blöde Tiege von heute ist wieder da. Na und? Nein, jetzt ist alles aus. Was machst du denn da? Ja, ich komme gleich. Ausgerechnet jetzt. Das Kleine von den Hansen kommt 14 Tage. Wenn du das nur, da müssen Sie jetzt hin. Was sein muss, muss sein. Genau. Das muss jetzt sein. Warten Sie einen Moment. Gitte, prima, dass du gekommen bist. Toll siehst du aus. Sag mal, du bist doch mit deinem Wagen hier, oder? Wir haben hier nämlich eine Art Notfall. Lass dir ruhig Zeit. Los, Jungs, spielt doch mal einen echten Rock'n'Roll. Nee, nee, das machen wir hier nicht. Das macht ihr nicht oder könnt ihr nicht? Machen wir nicht. Ja, weil ihr es nicht könnt. Ich könnt? Na, das wollen wir doch mal sehen. Was machen wir da? Okay. Was soll denn die Negermusik? Rock tonight, we gonna rock, 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 r
Das könnt ihr auch. You know just what to do. I'll off to the east, me to the west. Find you the girl, but I'm the best. Judy Foley, oh, Lordy. Judy Foley, oh, Lordy. Judy Foley, oh, Lordy. Hey, wop, bop, loom, after wop, bop, loom. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She reads this cookie and gets a read. We pray a little soon that girl for me. Judy Foley, oh, Lordy. Judy Foley, oh, Lordy. Judy Foley, oh, Lordy. Hey, wop, bop, loom, after wop, bop, loom. Dieser Tanz ist Laster, Ausschweifung, Sünde. Der Verführer zeigt sich in mancherlei Gestalt. Mal hat er Borsten auf dem Kopf, dann fährt aus einem harmlosen Rock plötzlich der Pferdefuß des Bösen. Aber Schuld trifft nicht nur die Verführer, nein, auch die Verführten. Gott gebe, dass die jungen verirrten Schafe bald zur Herde zurückfinden mögen, denn irret euch nicht. Gott lässt seiner nicht spotten. Noch schweigt er. Aber ich bin sicher, er wird bald sprechen. Er hat ja ganz recht, wie die Hottentotten sind da rumgesprungen. Jetzt hör doch endlich auf. Ach was, ist doch wahr, ist der Fischi alt genug. Menschenskind, hätte es besser vor an der Knie denken sollen. Diese Blamage. Also so schlimm war es ja nun wirklich nicht, Vater. Ganz einfach. Ach ja. Das haben doch alle mitgekriegt. Die waren ja nicht alle so voll wie du. Betrunken war nicht. Du weißt genau, warum Klaus manchmal ein bisschen trinkt. Ein bisschen ist gut. Kommt doch immer öfter vor. Wenn Harry die Musiker nicht angestiftet hätte, der ist nämlich an allem schuld. Der hat sowieso Hausverbot ab heute. Siehst du, er hat's auch mitgekriegt. Der soll mich in Ruhe lassen. Es ist wahr, Klaus, du trinkst wirklich mehr in letzter Zeit. Das kann ja sein, aber wenn ich diese verfluchten Schmerzen habe, was soll ich denn machen? Trotzdem. Klaus, du machst dich damit kaputt, glaub mir. Tag, Frau Wermitz. Tag. 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 Wem werde ich helfen? Hallo, Harry. Da. Tag, Frau Wernitz. Na, Platten? Lass uns mal einen Moment allein. Aber die Kartoffeln sind gleich gar. Ja, ja, ich mach das schon. Deine Kriegsbemalung gestern war furchtbar. So, fang mal an. Hast ja gehört, was der Pastor gesagt hat. Aber Mama, es war doch nur ein Tanz. Ja, so fängt's an. Und was dabei rauskommt, weiß man ja. An Mädchen bleibt's immer hängen. Was meinst du damit? Harry, meine ich. Mit seinen ausländischen Sitten. Aber was hat er denn getan? Das fragst du noch? Wer hat denn diese
Ami Musik bestellt. Und dieses Mädchen, die gehörte doch auch zu ihm. Also das ist doch nun wirklich Quatsch. Und warum war sie dann hier? Er hat sie jedenfalls nicht hier bestellt. Na ja, wenn du ihm alles glaubst. Jedenfalls wärst du nicht die Erste, die mit dem Kind sitzen gelassen wird. Du glaubst doch nicht etwa, dass Harry und ich... Hoffentlich nicht. Hoffentlich kommt meine Warnung noch rechtzeitig. Jetzt schiebst du alles auf Harry. Das ist gemein. Nur wegen Papa. Ich hab immer gewusst, der Junge passt nicht zu uns. Die aus dem Osten sind eben doch irgendwie anders. Jetzt fängst du auch noch damit an. Lenk nicht vom Thema ab. In Zukunft machst du jedenfalls einen großen Bogen um Harry. Ist das klar? Ich denk nicht dran. Jetzt reicht's aber. Du gehst sofort auf dein Zimmer. Und da bleibst du, bis ich dich ruf. Was ist denn nun schon wieder? Kaffee macht ja ein Gesicht. Ich habe sie auf ihr Zimmer geschickt. Was ist denn passiert? Wegen gestern Abend. Harry soll sie in Ruhe lassen. Meinst du nicht, du bist ein bisschen... Nein, mir passt das einfach nicht. Das können wir aber wirklich nicht brauchen. Ist doch wirklich blöd. Wir kennen dich alle von Kindheit an und plötzlich passt du ihm nicht mehr. Jetzt dürfen wir nicht mehr zusammen spielen. Die haben ganz recht. Wieso? Die ahnen was. Was? Na, dass es ernst wird. Ich kann so nicht schlafen. Ich guck noch mal nach ihr. Katrin? Schläfst du schon? Klaus, komm mal her. Was sagst du dazu? Das gibt's ja nicht. Unsere Tochter treibt sich rum. Schleicht sie aus dem Haus wie ein Flittchen. Dafür schickt man sie nur zur höheren Schule. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann würde sie längst irgendwo arbeiten. Aber nein, du hast ja was Besseres mit ihr vor. Komm, beruhig dich, Inge. Ich spreche morgen ein ernstes Wort mit dir. Du, immer lachst du hier an dieser Stelle. Diesmal lache ich, weil alles genauso gekommen ist, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Sag bloß, du hast damals schon. Mhm. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du kannst ganz schön unschuldig tun. Findest du? Mhm. Wenn ich so drüber nachdenke. Lagen wir schon. Hey, du. Du hörst mir ja gar nicht zu. Sei mal still. Vielleicht können wir ihn hören. Wen? Na, die Russen haben doch im Weltraum... Ach, den Sputnik meinst du? Weißt du was? Wir schwimmen ihm ein Stück entgegen. Thank you.